Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher Teil 3. Wir erfahren gerade hier von diesem Adligen, wie es ja zwischen Teil 2 und 3, was alles im Kriegsgeschehen und in der Umgebung, wo wir uns jetzt aufhalten, was da alles passiert ist. Wie ist die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Ich vermute, dass wir alles, was er uns erzählt, die ganzen Gegnern werden wir abklappern und ja, da wird überall Quest sein, vermute ich. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Wenn ich die ganze Zeit die Zwischensequenzen sehe mit dem Geralt, also der Bart gefiel mir irgendwie besser. Hat ihm irgendwie Charakter verliehen. Ich weiß gar nicht, ob der nachwächst. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Ja, genau. Die Sonne auch mit dir. Sonne. Sonne am Arsch. Abgeschlossen. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Na toll. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Als ob es mich jucken würde. Reise nach Velen. Einesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Aha. Erzähl mir mehr davon. Okay.
Hm, nicht? Okay. So, wir können ins Inventar. Wir haben Kavalleriestiefel bekommen. Nee, die hatten wir vorher schon. Ziehen erstmal dieses Beil, glaube ich, an. Vipern, Stahlschwert. Erstmal die normale Rüstung. Ich muss wissen, wo sind die Unterschiede. Ist die Klinge besser? Ja, um 6 Punkte. Aber das Stahlschwert hat eine Chance auf Vergiften und Bonuserfahrung beim Humanoiden. Was ziemlich gut ist. Und ich kann da, glaube ich, den drauflegen, oder? Igni-Zeichenintensität, das bringt mir natürlich gar nichts. Ich leg mal die Armbrust an. Jägerhandschuhe. Ja, aber diese thematische Ausrüstung ist ja das neue Outfit, das wollen wir haben. Sehr schön. Relikt. Ah, das sehen wir sogar hier an. Relikt. Seltener Gegenstand ist. Schön. Sieht doch ganz nett aus. Ups. Stimmt, wir haben massig Bücher. Ich klicke sie nochmal alle an. Haben wir wieder so viel gefunden. Scheint aber nirgendwo eine Quest zu aktivieren. Die Bomben. Rein damit. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das doch mal mit rein. Und das haben wir bekommen gerade hier in einem der Räume. Kidaricher Gambeson. Aber der ist schlechter. Können wir also verkaufen. Können wir alles verkaufen. Okay, soweit, so gut. Und wir nähern uns auch schon Stufe 5. Estate Finn Adan in Karn Ab Morvot. Ja, genau, ja, richtig. Hm? Okay. Keine Ahnung, was du da quatschst. Hm? Oh, wir können Wind spielen. Kleinen Moment. Bis dann. Ich muss speichern. Speichern, speichern, speichern. Hey. Du willst Gwyn spielen, habe ich gehört. Hm? Let's rock the house. Oh, Wetteinsatz, ja immer das Höchste. Wir wollen ja auch Geld gleichzeitig verdienen. Spielen. Wir können ja neu laden. Mhm. Das werde ich jetzt nochmal mit euch machen, aber die weiteren Kämpfe werde ich dann sehr wahrscheinlich alleine machen und euch dann zeigen, wenn ich irgendwie was Neues habe. Ja, starte mal das Spiel. Du beginnst. Okay. Was machen wir? Echt, ich habe hier Einser noch drin. Ach, die müssen echt mal raus. Hätte ich gar nicht mit reinlegen sollen, ich Idiot. Hätte ich halt weniger Karten im Set gehabt. Na und? Das war echt dämlich. Komm, weg mit dem. Okay. Eigentlich recht hohe Karten. Wir fangen mal mit einem Katapult an. Der Gegner ist am Zug. Aber wie war das denn bei der Karte? Ich weiß gar nicht mehr, welche Wettereffekte was machen. Auf welche 3 sich das legt. Ich glaube, die Kälte ist für das Fußvolk nicht gut. Boah, der hat 10. Eine 10er-Karte. Du Mistsack. Kann ich verbünden.
So, wen greift das an? Das weiß ich gar nicht. Was hat der Spion gemacht? Wir sind bei 33. Runde gepasst, du wirst wohl kaum so viele Punkte kriegen. Ups. Damit ist er jetzt höher. Ja, das ist echt doof, dass man immer weiter Karten raushauen kann. Ja, okay, die Kälte ist für die vordere Reihe, das ist natürlich dann ganz schlecht für uns. Was macht dieser Spion hier? Warum ist der hier drin? Der sagt mir genau, was ich da für Karten habe, oder wie? Wir setzen einfach mal einen Spion bei ihm ein, wir haben sowieso nicht mehr viel Karten. Aha, der Spion gibt uns Karten. Egal, die Runde werden wir auf jeden Fall verlieren. Regen, das ist gegen... Ah, das ist gegen die. Das bringt natürlich dann gegen die gar nichts. Gutes Wetter. Ja, ich kann ja eigentlich gar nicht mehr gewinnen, ne? So wie es aussieht. Die Sonne scheint. Alles ist wieder weg. Tja, passen. Ich habe keine Karten mehr. Niederlage. So sieht's aus. Okay. Das mache ich jetzt nochmal alleine. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben aber zu viel Zeit. Das muss ich gleich alleine machen. Ich kann ja bestimmt da nochmal hin. Achso, wir laden neu. Wir wollen natürlich nicht die 10 Geld verlieren. Ne? Das geht ja flott. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Und weil er es selber will. Ja? Natürlich. So, wir spielen nachher nochmal gegen dich. Du warst recht gut. Ja. Yeah. Die Zivilisation endet am Rande dieses Landes. Nehmt ihr mir das? Neue ein Art Fame. So, wir sollten mal schauen, was haben wir denn überhaupt alles für Quest? Stufe 5. Hm, ich muss den jetzt besiegen, ne? Wer weiß, ob ich das später nochmal machen kann. Gewinnkartensatz. Da schauen wir doch mal. Wir nehmen jetzt ein paar Karten raus. Brauche ich zweimal das Teil da? Nö. Karte entfernen. Karte entfernen. Ja, den will ich auch nicht drin haben. Den auch nicht. Einser kann ich nicht gebrauchen. Durch klirrende Kälte, strömende Reden, extremer Dichte, liebevollere Effekte. Ah, dann wollen wir mal dahin. Dann müssen wir jetzt doch machen. So. Also ich bräuchte echt einen Quicksave hier. Hm? Ja, ich will nochmal gegen dich spielen. Ich halte das Doppelte. Okay. Ich will Karten spielen. Leider bist du recht stark.
nicht genügend Einheitenkarten. Ich muss so viele reinsetzen. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja sau ärgerlich. Dann nehme ich davon eine. Kann man wenigstens verdoppeln. Muss ich echt einsam mit reinnehmen? Schrecklich. Na gut, dann wollen wir mal. Ich beginne. Was will ich davon nicht haben? Wow, wir haben 8er dabei. Sehr schön. So, fangen wir mal Nahkämpfer 3 Stück. Der hat in der Anfangsrunde extrem viel rausgehauen, der Mistzack. Schauen, ob er das wieder so macht. Ach, wir sehen sogar, wie viele Karten da noch übrig sind. Okay. Direkt wieder ein 10er Bogenschützen. Der Gegner passt, damit gewinnen wir. Aber er hat eine Karte mehr jetzt, was ein Problem ist. Egal, wir müssen jetzt sowieso alles raushauen. Nein! Kann ich die zurückziehen? Ah, ich bin so doof. Ich hätte auch passen müssen. Ich hätte auch passen müssen und werf noch eine raus. Bin ich denn voll der Honk? Ich dachte direkt, die Runde war beendet. Wieso lege ich denn überhaupt noch eine Karte? Damit verliere ich das Spiel jetzt trotzdem, weil ich eine Karte weniger habe. Ärgerlich. Ärgerlich. Ich hätte es jetzt gewonnen. Egal, ich muss alles rauslegen. Was ist das hier? Anführerkarte einsetzen. Na, wir warten erstmal noch. Naja, ich muss da erstmal reinfinden. Ich habe es natürlich total vergeigt wieder. Auch dass ich den Nebel jetzt gesetzt habe. Okay, dann entferne mal die ganzen Sachen. Und jetzt haben wir hoffentlich noch genügend Punkte. Ne, 30 und er hat noch 3 Karten, das heißt, das werden wir nicht gewinnen. Und damit ist zu Ende, weil er hat noch 2 Karten und... Ja. Ja, das wird wohl nichts mehr. Ich werde das jetzt mal alleine machen und hoffentlich ohne Fehler. Bis demnächst, euer Chojin.